Also, wir sind weiter jetzt in unserer Predigtreihe, Epheser 4. Und wir werden heute bei Epheser 4 die Verse 1 bis 16 anschauen. Ich darf hier klicken. So, erster Abschnitt. Vergesst nicht, dass ich für den Herrn, sagt Paulus, im Gefängnis bin. Als seine Gefangene bitte ich euch, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Überhebt euch nicht über anderen, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Wir sind sein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn und einen Glauben und eine Taufe. Wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über allen steht, der durch uns allen und in uns allen wirkt. Jeden Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Bis dahin erst einmal. Paulus schreibt hier diese Gemeinde in Ephesus und hat schon auch vorher in Kapitel 3 sie daran erinnert, dass sie im Gefängnis sind, dass er im Gefängnis ist. Und jetzt drückt er ein bisschen auf diese Tränendrüse, sagt, ich bin Gefangener und nun habe ich eine Bitte. Stell mal vor, ihr hättet eine einzige Bitte an diese Gemeinde. Was wäre diese Bitte? Oh, genau, also gute Frage, ja? Ich darf eine Bitte äußern, was wäre das? Wäre es Salz und Licht in dieser Welt zu sein? Wäre es denn da Bete ohne Unterlass? Wäre es denn da, hört fleißig euer Pastor zu? Hat Paulus alles nicht gesagt hier. Hier hat er gesagt, eine Bitte habe ich an euch, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Also lebt entsprechend eurer Berufung. Lebt wie Kinder Gottes. Lebt nicht wie Gefangene der Sünde. Lebt nicht wie Menschen dieser Welt. Lebt wirklich wie Gott das von dir erwartet, weil du sein Kind geworden bist. Ich finde das genial. Ich finde es genial, dass wenn wir morgens früh aufstehen, dass wir wirklich in den Spiegel schauen können und sagen, guck mal, ein bisschen älter und dennoch Königskind. Ich bin dennoch Königskind. Ich bin nicht irgendein Dreck dieser Erde, nicht irgendein Versager, sondern Gott hat mich so sehr geliebt, dass er alles für mich gegeben hat, damit ich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Ich bin berufen, Kind Gottes zu sein. Und das finde ich so schön. Gott hat uns berufen, wirklich seine Kinder zu sein, und das ist sein Wunsch. Lebt so. Wie leben denn Königskinder? Paulus bricht das ein bisschen runter und erzählt uns das. Er sagt, überhebt euch nicht über andere. Also Königskinder sind nicht hier und sagen, ich bin der Prinz und jetzt hast du zu gehorchen. Nein. Achtet den anderen höher als euch selbst. Überhebt euch nicht über anderen, sondern seid freundlich und geduldig. Seid freundlich und geduldig. Also diese Woche Freitag habe ich nochmal im Lager, also bei uns im Flüchtlingslager dort unterrichtet, Deutsch. Und vormittags habe ich die 1., 2., 3., 4. Klasse. Und das macht auch Spaß. Also es ist richtig schön, mit denen Handschrift zu üben. Meine Frau sagt, Jason, das darfst du nicht, deine Handschrift ist furchtbar. Aber ich schreibe genauso langsam wie die Kinder. Also wirklich so mit Sorgfalt und so weiter, das geht. Und dann nachmittags haben wir dort Erwachsenen. Und da kommen so 60 Leute dahin, wir haben einen großen Raum, da teilen wir den vier auf, vier große Gruppen. Und gerade eben am Freitagnachmittag habe ich die Analphabeten bekommen. Oh, wow, ist das schwierig, Leute wirklich eine Sprache beizubringen, die einen Stift gar nicht wissen, wie sie halten sollen. Also die haben Papier seitlich und irgendwie und Und da die ganze Zeit habe ich gedacht, okay, seid freundlich und seid geduldig. Seid freundlich und seid geduldig.
Man erklärt jemand etwas 5, 6, 7 Mal und beim 8. Mal möchte machen. Das geht nicht. Sei freundlich und geduldig. Und wer jemals mit anderen Christen zusammen war, sind manche Christen in manchen Bereichen ihres Lebens, ich sage ganz grob gesagt, Analphabeten. Also ich bin in verschiedenen Bereichen meines Lebens echt gut davor. Aber in manchen Bereichen meines Lebens sagt meine Frau auch zu mir, sagt, Jason, was hast du dir dabei gedacht? Ich sage, gar nichts. Sie sagt, ja, das ist das Problem. Ja, also da hättest du. Ah, ja, also viele Leute brauchen mit mir Geduld und mir auch gegenüber freundlich zu sein. Und auch ich muss anderen gegenüber geduldig und freundlich sein. Das ist das, wenn wir Königskinder sind. Wir begegnen uns mit Respekt und Achtung und Liebe. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, wir sollten wirklich freundlich und geduldig miteinander sein, nicht uns erheben und sagen, jetzt bin ich hier der Boss. Nein. Geht in Liebe aufeinander sogar ein. Oh, das ist, was Paulus sagte. Also geht aufeinander in Liebe ein. Jesus sagte, wenn jemand was gegen dich hat, geht hin und bring das in Ordnung. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass dieses aktives Aufeinanderzugehen auch unsere Gemeinde prägt. Wie oft haben wir Konflikte gehabt und dann wurde gesagt, Mensch, sprich mit dem. Nö, er hat mich beleidigt, er muss auf mich zukommen. Nein, geht aufeinander zu. Du sollst den ersten Schritt machen. Auch wenn du glaubst, selbst im Recht zu sein. Verzichte auf dein Recht und geht auf den anderen ein, in Liebe. Setz alles darauf ein, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. So, Gott gründet, Gott stiftet, Gott baut Gemeinde. Wo Gott Gemeinde baut, ist Frieden. Wo Gott Gemeinde baut, da ist Einheit. Und da, wo wir Gemeinde bauen, da ist Krach, da ist Zank, da ist Probleme, da menschelt es. Und das ist leider normal. Und immer wieder müssen wir wirklich neu überlegen, sagen, was tue ich hier? Wo bin ich? Ach, ein Moment. Ich darf anders handeln. Ich muss anders handeln. Ich muss wirklich dafür sorgen, dass Einheit, dass Frieden, dass das uns verbindet und nicht mehr und mehr auseinander driftet. Denn Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. Ich sage immer wieder und immer wieder, Freunde kann man auch suchen, Familie nicht. Schaut euch um, eure Familie. Die habt ihr nicht ausgesucht. Die hättet ihr wahrscheinlich auch nie ausgesucht. Aber Gott hat sich hier reingestellt und wir dürfen miteinander klarkommen. Meine Freunde kann ich dann finden, die auch zu mir passen. Aber mein Schwager nicht. Meine Schwägerin nicht, mein Neffe nicht und so weiter. Wir sind aus Gemeinde, aus Familie zusammen hier. Wir sind ein Leib. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Paulus geht grammatikalisch in eine Richtung und versucht uns jetzt hier zu sagen, Einheit, Einheit, eins, ja, es gibt ein Leib vor Ort hier in der Rademacherstraße. Es gibt einen Geist, der in uns wirkt. Es gibt eine einzige Hoffnung, was in uns ist. Wir haben nur einen einzigen Herrn. Wir haben nur einen einzigen Glauben. Wir haben nur eine Taufe. Und wir haben nur einen Gott. Immer wieder eins, eins, eins. Hört auf zu spalten. Hört auf, Parteien zu gründen. Hört auf, denn da euch zu spalten und verschiedene Dinge dann immer wieder auseinanderzureißen. Einheit ist das, was Gott möchte. Einheit ist der Normalzustand. Aber leider, wir Menschen menscheln. Und wir bringen häufig was durcheinander. Er ist der Vater, der über allen steht, der durch uns allen und in uns allen wirkt. Lassen wir das zu? Lassen wir es zu, dass Gott durch uns wirkt? Also alles in unserem Leben hat drei verschiedene Ursprungsmöglichkeiten. Unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Worte können von Gott kommen, können aus unserem Herzen kommen, menschlich sein, oder können auch natürlich auch von Satan eingeflößt werden, böses sein. Und vieles, was in der Gemeinde geschieht, ist nicht von Gott. Ein Wort, ein Blick, das sind wir Menschen.
Und da müssen wir überlegen, was machen wir, wenn jemand menschelt? Schlagen wir zurück? Du Idiot! Bläh. Oder sagen wir, okay, vergeben, begegnen in Liebe, mich nicht über den anderen erheben und dann wirklich mit Achtung begegnen. Da muss ich meine eigene Nase immer wieder neu fassen und da sagen, da habe ich viel Mist gebaut und muss immer wieder neu auch denn das lernen, besser zu machen. Aber das ist das, wozu Gott uns hier berufen hat. Er hat uns berufen, wirklich, dass er in uns ist und durch uns wirkt. Und das ist, was mein Gebet so für Barbara war, dass dieses in dir ist, rausstrahlt in dieser Welt hinaus. Und das ist, wünsche ich mir für uns und für mir, für mich und für uns allen, dass Jesus so viel Raum einnimmt, dass es aus uns heraus sprudelt, wie lebendigen Wasser. Vers 7, jeden Einzelnen von uns, aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Ich möchte euch einfach mal zwei verschiedene Beispiele von Gemeinde schenken oder Gemeinde vorstellen. Es gibt Gemeinden, wo es wirklich da vorne einen Pastor gibt. Der Pastor macht fast alles. Also er kehrt den Bürgersteig vom Schnee frei. Er kocht für die Gemeindeleitung. Er baut verschiedene Sachen auf. Er macht Fotokopien. Er predigt, er redet, er macht Gemeindeleitung, er macht Gottesdienstleitung, er macht Türdienst, er macht. Ja, ihr versteht das. Und er ist ganz vorne und alle anderen kommen hin und lassen sich ein bisschen berieseln und hören vielleicht eine gute oder schlechte Predigt zu. Und dann geht man nach Hause und dann entscheidet man, ob er seinen Dienst gut oder schlecht gemacht hat. Ja, so ist dann viele Gemeinden aufgestellt. Also da ist der Pastor da vorne und er macht das und wir anderen dürfen entscheiden, ob das gut oder schlecht war. Also dieses finde ich leider in der Bibel nicht. Finde ich nicht. Was ich allerdings finde, sind 30 verschiedene Pastoren. Also jeder in der Gemeinde wurde beauftragt, wirklich mit seinen Gaben sich einzubringen. Sich einzubringen in der Gemeinde. Jeder mit den Fähigkeiten, jeder mit der Gabe, jeder mit der Talent, jeder mit der Berufung und Begabung, den Gott gegeben hat. Und das ist das, was ich schön finde. Ich finde es schön, dass in der Küche 4 oder 5 Leute herumwuscheln und Sachen machen. Ich finde es schön, wenn 5 verschiedene Leute hier Musik machen und uns dienen. Ich finde es toll, wenn verschiedene Leute in der Kinderarbeit da sind oder in Technik da sind oder dafür sorgen, dass da Kaffee und Kuchen und da ist. Dass wir uns dort einbringen mit unseren Gaben. Und das ist nicht eine, oben der Pastor, der alles macht und alle anderen hören nur zu, sondern jeder bringt sich da ein mit seinen Gaben, die Gott gegeben hat. Paulus macht ein kleines Exkurs hier, auch theologisch. Er sagt ab Vers 8, nicht ohne Grund heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene in Triumphzug mitgeführt, und den Menschen Gaben geschenkt. Wenn es aber heißt, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, so bedeutet dies doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen ist. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist er Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Macht. Bis dahin nur. Hier ist ein Bild, was benutzt wurde, was damals der Kaiser gemacht hat. Der Kaiser ging auf Kriegszug, kam zurück mit Gefangenen und zerrte sie durch diese Stadt von Rom und alle haben das gesehen, diese Kriegsbeute. Und das ganze Volk hat auch tatsächlich Geschenke bekommen. Der Kaiser hat gesiegt, der Kaiser hat Gefangene wieder zurück nach Rom gebracht und nun teile ich meine Gunst das Volk aus und die kriegen auch Geschenke, Gaben, Geschenke. Nun, das gleiche Bild benutzt Paulus jetzt hier für Jesus. Er ist im Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene in Triumphzug mitgeführt und er hat den Menschen Gaben geschenkt. Jesus ist hinaufgestiegen zum Rechten des Vaters. Dort ist er und er wartet darauf, wieder zurückzukommen. Er wartet darauf, bis der Vater sagt, jetzt ist Zeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, zurückzukommen. Die Zahl der Geretteten ist voll. Die verschiedenen Nationen haben gehört,
Die verschiedenen Menschen haben Ja zu Jesus gesagt, meine Kinder sind da und ich möchte sie zu mir bringen. Bis zu diesem Zeitpunkt warten wir darauf. Wir warten darauf, dass Jesus zurückkommt. Und was hat Jesus gemacht? Er hat etwas installiert. Er hat Gemeinde geschenkt. Wir als Gemeinde sind das jetzt, was diese Welt sieht. Die Welt sieht nicht Jesus, die Welt sieht die Gemeinde, die Christen, die Geschwister. Wie wird die Welt erkennen, haben wir gesungen, indem wir einander lieben. Da wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wenn wir einander lieben, ist das gut. Wenn wir einander bekriegen, ist das schlecht. Und Gott möchte seine Gemeinde vollkommen machen. Vollkommen heißt nicht perfekt, also ohne irgendwas, was fehlt, sondern er möchte es vollkommen machen, dass es gut funktioniert. Und dafür hat er dann ab Vers 11 und 12 ein gewisses System gegeben. Vers 11 steht da, einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch, anderen gewinnen Menschen für Christus, wieder anderen leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Also, wenn wir nochmal zurückgehen zu dieses Gemeindebild. Pastor da oben und alle anderen da unten und dürfen abnicken, ob er seinen Job richtig gemacht hat oder nicht. Das ist sowieso verkehrt. Wenn wir was hätten in diesem System, wären dann einen fünffältigen Dienst. Einen fünffältigen Dienst wäre Aposteln. Aposteln sind Menschen, die übergemeindlich aktiv sind und helfen verschiedenen Gemeinden auf verschiedenen Bereichen und gründen auch Gemeinden. Wir haben Propheten, Menschen, die prophetisch begabt sind, die im Auftrag Gottes reden und wir merken, ja, hier spricht Gott. Wir haben Evangelisten, Menschen, wo andere sich bekehren und nicht nur eine im Jahr, sondern vielleicht eine die Woche oder zwei im Monat oder drei, wo wirklich Menschen zum Glauben kommen. Und da ist eine Kraft Gottes zu spüren. Und dann gibt es nicht nur unsere Apostel, nicht nur unsere Propheten, nicht nur unsere Evangelisten, sondern es gibt auch unsere Hirten, unsere Lehren. Interessant, das Wort Hirte, was wir kennen hier, ist Latein und es heißt einfach nur Pastor. Der Pastor, diesen Begriff haben wir aus dem Griechischen übernommen und es heißt nur Hirte. So, wir haben eine von diesen fünf Diensten ganz nach oben gestellt irgendwie und die anderen verkommen. Ich kenne kaum jemanden, der sich nennt, ich bin Apostel. Ich kenne kaum jemanden, der wirklich sagt, ich bin Prophet. Ich kenne nur ganz wenige in Deutschland, eine Handvoll, die sagen, ich bin Evangelist. Aber es gibt ein paar, die sagen, okay, ich bin Pastor, ich bin Hirte. Und es gibt einige, die sagen, ich bin Lehrer. Und das ist gut, aber warum nicht alle fünf? Warum nicht alle fünf in jede Gemeinde, wo wir wirklich merken, Gott tut etwas? Und was tut er? Und das ist das Wichtigste überhaupt. Die tun ihr Dienst nicht für sich selbst. Die tun es nicht, damit sie dann ganz groß herauskommen, sondern die tun es wirklich denn da. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. So der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und auch der Lehrer ist da, um die Gemeinde zuzurüsten, zu helfen, ihre Gaben zu entdecken, zu helfen, ihre Gaben einzusetzen, zu unterweisen und zu ermutigen, diesen Dienst zu tun. Sodass es nicht einen Pastor gibt, sondern 30 Leute, die ihren Dienst für Gott tut, damit die Gemeinde aufgebaut und vollendet wird. Das ist, wozu Gott uns berufen hat. Das ist das, was uns immer wieder Epheser hier sagt. Die Gaben immer wieder für Gott. Zum Schluss, ab Vers 13. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollten zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanövern hinterlistiger Menschen hereinfallen.
Stattdessen wollen wir die Wahrheit und Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib. Er verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag und damit oder so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Wie werden wir immer mehr eins werden? Indem wir die Gaben, die Gott auch uns gegeben hat, wirklich einsetzen, uns einbringen. Wie werden wir zum mündigen Christen heranreifen? Indem wir uns in der Gemeinde auch aktiv einbringen. Indem wir uns herausfordern lassen, von Gott unserer Komfortzone zu verlassen, zu sagen, ja, das kann ich, aber ich möchte was Neues. Oh Gott, hilf mir. Ja, das ist toll. Gerade eben diese Glaubensschritte ist das, wo uns hilft, im Glauben so sehr zu wachsen. Und dann sind wir nicht mehr unmündige Kinder. Wir wollen nicht als Kinder im Glauben bleiben. Wir wollen wirklich wachsen im Glauben und tiefer und stärker in dieser Liebe Jesus verankert sein. Und dann können Leute kommen und uns irgendwas erzählen. Dann merken wir, Moment mal, das stimmt nicht mit dem, was ich aus der Bibel lese. Das stimmt nicht, was der Heilige Geist in meinem Herz hineinlegt. Dann merken wir, da ist irgendetwas, was nicht ganz so kuschel ist. Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben. So wichtig. Wahrheit ohne Liebe ist einfach nur brutal. Und Liebe ohne Wahrheit ist einfach nur guschi-wuschi. Aber Wahrheit und Liebe zusammen, wo wir einander begegnen können, in Wahrheit und in Liebe, das dürfte uns wirklich da ein Anreiz sein, zu sagen, ja Herr, mit deiner Hilfe. Und ganz zum Schluss, wohin wachsen wir? Wohin geht die ganze Reise? Geht es da mehr und mehr zu werden, wie Jason das will? Nein. Wir wachsen nicht dahin. Wohin wachsen wir? Wir wachsen zu Jesus hin. Ich finde manche Gemeinden, die Christusgemeinde heißen oder Jesusgemeinde, ganz toll, weil darum geht es. Hinzuwachsen zu Jesus. Jesus Christus ähnlicher zu werden. Hinwachsen zum Haupt der Gemeinde Jesus. Und Jesus dann wird uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Die Reben, die da angebunden sind an Weinstock, dann bringen wir Frucht. Und jeder Einzelne leistet seinen Beitrag. Und so wächst der Leib und so wird dieser Leib in Liebe aufgebaut. Das ist das, was Paulus uns hier hilft zu einfach begreifen. Es geht vom Anfang an jetzt hier um Liebe. Es geht am Anfang an damit, dass wir Königskinder sind. Dass wir uns nicht übereinander heben, sondern einander begegnen in Liebe und dann dienen. Dienen einander, uns dienen lassen, sodass Gottes Leib wächst, damit seine Gemeinde wächst, damit wir miteinander diesen Weg gemeinsam gehen. Einige hat er zu Aposteln erklärt, einige hat er zu Propheten, Evangelisten, Lehrern und auch den Hirten bestellt. Aber nur, damit wir anderen auch da zugerüstet werden in diesen Dienst. In diesen Dienst hinzuwachsen zu Jesus. Ich hoffe, dass wir diese Woche neu darüber nachdenken dürfen. Herr, wie kann ich meinen Nächsten in Liebe und Wahrheit begegnen? Wie kann ich den anderen freundlich und geduldig begegnen? Wie kann ich den anderen dienen mit den Gaben, die du mir geschenkt hast? Wie kann ich wirklich erleben, Gott, wie du mich gebrauchst, um diese Gemeinde ein Stück weiter zu bauen? Damit dein Reich kommt, damit deine Herrlichkeit sichtbar wird in dieser Welt. Dazu hat Gott uns geschaffen. Dazu hat Gott uns berufen. Dazu hat Gott uns auch hier hingestellt. Damit wir selbst empfangen, um auch geben zu können. Vers 16, er, Jesus, versorgt den Leib. Er verbindet die Körperteile miteinander. Und jedes Einzelne leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird auch aufgebaut in Liebe. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich bitte, dass du mir vergibst, da wo ich nicht liebevoll war zu meinen Geschwistern. Ich möchte wirklich bitten, dass du in meinem Herzen und auch in den Menschen, die ich verletzt habe, Vergebung hineingießt, dass wir bereit sind, diese Vergebung auch anzunehmen.
sodass wir einander in Liebe und Wahrheit begegnen können. Ich möchte wirklich bitten, dass du uns als Gemeinde mehr und mehr zusammenschweißt, dass wir eins sind in dir. Nicht alle identisch, sondern verschiedene Körperteile, die zusammenkommen, um ein Leib in deinem Auftrag, in deinem Namen, vor Ort hier in Lübeck zu sein. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass wir neu darüber nachdenken, wo du uns gebrauchen möchtest und wo du uns ganz neu erfüllen möchtest mit deinem guten Geist, mit deinem Glauben, mit deiner Liebe und mit deiner Vergebung. Ich bitte, Herr, in deinem Namen, begegne du jeden jetzt hier und bereite du uns auf das Abendmahl jetzt hier vor. Amen.